Hallo lieber Schütze und willkommen zu deiner vier Elemente Monatslegung für den November 2024. Ich bin Daniela und in dieser Legung schauen wir wieder in die vier Elemente hinein, die wir auch im Tarot wiederfinden. Beginnen wie immer im Osten mit dem Luftelement, mit der mentalen Energie, und wir haben hier schon eine ganz tolle Darstellung der Karte Die Welt, wo sich, ja, ich würde mal sagen, die Liebenden in der Mitte umarmen und küssen. Von dem her könnte ein Neubeginn für die Liebe sein, kann aber auch alle anderen Herzensthemen betreffen, die dir im Kopf rumgehen. Und da geht es um Erneuerungsprozesse, da geht es darum, dass die Dinge, die geendet haben, ja, irgendwo neu beginnen oder sich in anderer Form manifestieren. Dann haben wir hier den Turm, eine Erkenntnis. Und für mich ist der Turm ja immer eine positive Karte. Ja, der Turm, das ist immer eine Karte, die uns zeigt, woran es hängt, damit wir weiterkommen. Und das ist für uns Menschen einfach essentiell, dass wir uns entwickeln können. Und dann haben wir hier die Kraft. Kraft ist einfach auch ein Thema, auch Mut haben. Ja, möglicherweise kommt hier eine Erkenntnis zu dir, dass du einen Schritt machen musst, für den es einfach wirklich Mut braucht. Ja, auch das gibt es manchmal in unserem Leben. Wir schauen weiter in den Süden, in die Welt der Ideen, Wünsche und Impulse, den Stäben im Tarot. Hoppla. Wir haben hier die vier der Stäbe, die glückliche Vollendung. Ja, und das passt auch zu diesem hier. Ja, der Impuls, die Dinge glücklich zu vollenden. Und diese Karte hier, das ist immer so eine Hochzeit. Und bei einer Hochzeit, wir lassen das Single-Dasein hinter uns, gehen als Paar weiter. Ja, und so gibt es im Leben viele Möglichkeiten, wie sich die Dinge glücklich vollenden können. Ja, und um so eine glückliche Vollendung drehen sich deine Gedanken, kann auch eine Arbeitssituation betreffen, ja, wie sich etwas weiterentwickelt, wie sich hier etwas auch glücklich vollenden kann. Und dann haben wir hier die 6 der Kelche, auch wieder eine Karte der Liebe und der Herzensthemen, auch eine Karte, die Impulse bringt, dass das Leben uns Spaß macht. Und wenn das, was wir tun und unser Leben uns erfüllt, dann stehen wir in unserer Kraft. Und dann haben wir hier die 6 der Schwerter. Auch ein Ankommen wollen, ja? Irgendetwas abschließen wollen, erfolgreich abschließen wollen, im Sinne davon, dass etwas rund wird und wieder festen Boden unter den Füßen bekommen. Und auch wenn wir festen Boden unter den Füßen haben und nicht mehr auf diesem wackeligen Kahn da sitzen, stehen wir in unserer Kraft. Wir schauen in den Westen, in das Wasserelement, in die Kelche, in die Welt der Gefühle. Wir haben hier die 7 der Kelche. Da geht es darum, die Dinge vielleicht nicht so sehr mit Augen zu sehen, sondern mehr zu fühlen. Ja, also immer darum, wie fühlt sich etwas an? Oder auch sich intuitiv inspirieren zu lassen, vor allem wenn es um die Möglichkeiten geht, die diese Weltkarte hier mit reinbringt. Dann haben wir hier den Ritter der Kelche. Das ist immer ein Ritter in glänzender Rüstung, kann natürlich auch immer mal ein Partnerschaftsimpuls sein, sowohl männlich als auch weiblich. Er ist aber auch der Überbringer guter Nachrichten, ja? Und ich habe das Gefühl, dass so eine gute Nachricht hier mit dem Turm zusammenhängt. Weil manchmal, wenn wir eine gute Nachricht bekommen, verändert das ja auch unser Denken und bringt uns in unsere Kraft. Und dann habe ich hier auch wieder das Glück mit Familie und Freunden, die Richtung, die Erfüllung. Ja, also es geht hier wirklich darum, dass du Erfüllung findest, ja. Glück, Erfüllung, Stärke, das sind so die Themen. Wir schauen das noch im Norden an, im Erdelement, in den Münzen, also im Bereich der materiellen Welt. Und das ist einfach immer alles, was wir mit unseren Händen anfassen können. Hoppala.
Hier haben wir zunächst noch die Neun der Schwerter. Es ist so ein auch sich wie erschlagen fühlen und irgendwo nicht so recht weiter wissen, ja? Vielleicht auch zwar viele Möglichkeiten haben, aber nicht wissen, welche man ergreifen soll, ja? Das ist auch das hier mit der Sieben der Kelche, so dieses einerseits leer sein, andererseits viele Möglichkeiten haben und nicht wissen, wie man sich entscheiden soll. Und das kann einen erschlagen und einen Sorgen machen. Dann haben wir hier die drei der Münzen. Das ist jetzt hier dieser Arbeitsprozess aus Denken, Fühlen, Handeln. Ja? Einerseits erkennen, weil die Energien auf der mentalen Ebene arbeiten. Andererseits sich in etwas reinspüren, weil auch die emotionale Energie natürlich mitarbeitet, vor allem hier in dieser Darstellung der Sieben der Kelche, ja, und dich eben hier langsam zu den Dingen führt, die dich glücklich machen, ja, also wenn du die Lösung hier noch nicht weißt, sie kommt langsam zu dir und gibt dir einfach die Zeit, die es braucht, um zu erkennen, was richtig und wichtig ist, ja. Manchmal ist der Turm auch gar nicht so dieser Moment, der uns erschüttert oder die Nachricht, die alles verändert, sondern einfach das Ergebnis von nachhaltiger Arbeit an einer Situation, wo wir nicht weiter wissen, wo wir uns nicht entscheiden können, wo wir uns keinen Rat wissen, wo wir tief in uns reinspüren müssen, um ein befriedigendes Ergebnis zu erhalten. Dann haben wir hier noch den Buben der Schwerter. Und der Bube der Schwerter, der lernt, diesen mentalen Bereich hier für sich zu nutzen und zu beherrschen. Der lernt zu verstehen, auch wie stark Gedanken sein können und wie stark uns Gedanken entweder in eine positive Richtung leiten können oder in eine destruktive Richtung leiten können. Und oft geben wir leider unseren Ängsten, Sorgen und Befürchtungen viel mehr Raum, als dass wir das Positive visualisieren, das, was wir uns hier erreichen wollen, das, was sich hier gut anfühlt, ja, das glückliche Zusammensein und das Genießen des Lebens mit den Menschen, die wir lieben und dass uns das in unsere Kraft bringt. Sei ein Tier. Ich teile meine Welt mit Tieren, die alle möglichen Fähigkeiten haben. Ja, und manchmal sind die Tiere da schlauer als wir, weil sie intuitiv den richtigen Weg wissen und auch den richtigen Weg wählen. Ja, lieber Schütze, soweit ein Blick in die Karten für dich, für den November. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein bisschen inspirieren und motivieren. Wie immer freue ich mich riesig über Likes und Kommentare und auch über Kaffee und Superthanks. Wünsch dir alles Liebe. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Zum neuen Jahr 2025 gibt es wieder die persönliche Jahreslegung als Video zum Download. In dieser Legung schaue ich in die Energien des neuen Jahres hinein, schaue nach Segnungen und Herausforderungen. Diese Legung gibt wertvolle Inspirationen und Impulse. Die Plätze für diese ganz besondere Legung sind begrenzt, daher empfehle ich dir bei Interesse nicht allzu lange zu warten. Alle Infos dazu findest du auf meiner Internetseite und den Link dazu wie immer unter dem Video.